Aber ich freue mich wirklich hier zu sein, weil ich war auch in Köln, letzten Samstag war ich in Köln am Bahnhof. Ne? Ich hatte keinen Auftritt, ich war am Bahnhof und was habe ich da gesehen abends? Nur noch Junggesellenabschiede. Junggesellenabschiede ohne Ende. Kennt ihr das auch? Macht ihr das auch hier? Junggesellenabschiede? Ne? Diese Truppen, also das ist wirklich in Köln, das ist inzwischen eine Pest. Das ist eine Pest, da kommt eigentlich wirklich aus dem Bahnhof nur noch Junggesellenabschiede raus. Einer nach dem anderen. Ne? Und ich... Okay, die können ruhig feiern, aber mein Gott, da sind so Leute, die wissen gerade mal, wo in Köln der Dom steht, weil er ist neben dem Hauptbahnhof. Und ansonsten machen sie das, was sie immer machen, saufen. Und ich denke dann, ja, saufen mache ich auch, ist okay. Aber ich denke dann, warum macht ihr das hier bei uns? Setzt euch doch zu Hause an eure Bushaltestelle. Ja, und dann kommen die immer schon mal alle raus, haben alle das gleiche T-Shirt an, ne, mit so super Sprüchen drauf. Dieters Schatzsuche hat ein Ende. Dieter, der Herr der Eheringe. Oder auch das Highlight, oft kopiert, nie erreicht. Ich bin Dieter. Ja, und das Ganze in der Farbe Pink. Ja, und der Bräutigam, hey, oh, der muss sich nochmal richtig schön verkleiden, was ihm so richtig peinlich ist. Ne? Mal so als Nonne, ne? Mit so einem Penis um den Hals. Oder als Hase mit falschen Brüsten. Oder ganz schlimm als FDP-Mitglied. Ah, überall so FDP-Buttons. Ja, und dann wird er mal so angekettet. Kennt ihr diesen Brauch? Ja, der Bräutigam wird von seinen Freunden angekettet an so einer Laterne und befreit wird er erst, wenn ihn eine Jungfrau geküsst hat. Mein Gott, dass sich in Köln mal jemand bützt, die Chance ist groß. Aber ob das eine Jungfrau ist oder ob das überhaupt eine Frau ist, die Chance ist ungewiss. Ja, und dann wird immer gesoffen und früher sind ja auch auf diesen Bierbikes rumgefahren. Kennt ihr noch diese Bierbikes? Ja, da waren immer diese riesen Dinger, die in Köln sind jetzt verboten, zum Glück. Da waren immer so 8 Leute drauf oder 14, einer hat gelenkt, ne? Die waren so breit wie Traktoren, dafür fuhren sie noch umso langsamer. Wenn du Pech hattest, musst du dem Auto hinterher tuckern, bis sie keinen Bock mehr hatten oder gegen deine Reifen pissen. Das regt mich wirklich auf, die pullern überall hin, überall. Hier, Hamburg, Reeperbahn, die haben inzwischen da, die Leute, die haben inzwischen ihre Häuser mit so einer Schutzfarbe gestrichen, ne, extra unten. Die ist so glatt, dass wieder alles zurückspritzt. Das ist völliger Quatsch, die pullern sich doch eh schon fast in die Hose. Brauchen da keine Farbe, die da irgendwie zurückspritzt, die sehen doch scheißegal, ne? Ja, und dann kommt das kulturelle Highlight des Abends, die Stripperin. Und selbst Frauen feiern solche Junggesellenabschiede. Ich frage mich, ob das in anderen Ländern auch so ist, ne? Wo so eine andere Kultur herrscht, wo es noch Zwangsehen gibt. Ne, feiern die auch so einen Zwangsabschied? Was steht bei denen auf dem T-Shirt? Verkauft. Ne, oder Cousinen machen es besser. Ja, aber bei uns wird viel Alkohol gesoffen ohne Ende. Und da muss man sagen, okay, das ist nicht nur bei uns Menschen so. Nee, auch Tiere besaufen sich. Auch Tiere, hier zum Beispiel Elefanten, da denkt man, ach, die grasen nur so friedlich, ne, die essen so ein bisschen Obst. Nein, die Elefanten, das sind Alkoholiker. Hier, du wohnst doch am Zoo. Ne? Ja, das ist wirklich wahr, die Elefanten, die hauen mit ihren Köpfen gegen irgendwelche Bäume, dass da vergorene Früchte runterfallen, dann fressen die auch. Und die männlichen Elefanten, die sind wie wir, die reißen sich von der Herde los, laufen 30 Kilometer durch die Savanne, nur um so irgendeine vergorene Frucht zu essen. Das kennen wir Männer auch, wenn wir auf der Suche nach einer Nachttanke sind. Da werden Laufkapazitäten frei, oh, das ist wirklich unglaublich. Ich finde, der Kölner Zoo könnte jetzt seine Tiere auch mal so, seine Elefanten auch artgerecht halten. Mal so einen Ausflug machen in die Kölner Altstadt, Kölsch trinken und die Elefanten haben so T-Shirts an. Bier formt ja diesen wunderschönen Körper. Nur ein Pipi machen wird schwierig. Elefantenblase fast 18 Liter. Brauchst schon ein bisschen mehr von dieser Reeperbahn-Spezialfarbe. Ja, aber nicht nur Elefanten besaufen sich. Nee, in England, ne? In England trinken Igel regelmäßig Bierfein leer, die Gärtner im Kampf gegen Schnecken aufgestellt haben. Jetzt weiß ich auch endlich, wer dieses komische, lauwarme englische Bier trinkt. Igel und Schnecken. Ja, und das muss aber nicht nur Alkohol sein. Nee, das ganze Tierreich, das ist drogenabhängig. Wir Menschen haben die Drogen überhaupt erst entdeckt, als wir gesehen haben, wie die Tiere sich das reinziehen. Hier, ja, Kaffee, Tee, Cut, alles vom Tier abgeguckt. Zum Beispiel in Skandinavien, die Rentiere, die fressen hier so Fliegenpilze, ne, weil die wirken so ähnlich wie LSD.
Ja, die Rentiere fressen das, kriegen dann so einen unsicheren Tritt, machen so komische Geräusche. Ja, und machen dann so eine Art Headbanging. Ja, ob die Leute auch so verrückt nach Wacken fahren würden, wenn sie wüssten, dass das Headbanging nicht erfunden wurde von Ozzy Osbourne, sondern von Rentier Rudolf. Jetzt wissen wir auch, warum Rentier Rudolf so eine rote Nase hat. Es ist nicht von der Kälte. Es ist einfach hackestramm dicht. Und die Sibirer, die skandinavischen Ureinwohner, die waren clever. Die haben nämlich dann einfach das Urin getrunken von den Rentieren. Klingt jetzt erstmal eklig, aber ist so hier. Die waren schlau, nämlich das Fliegenpilz-LSD, das wird im Verdauungssystem vom Rentier umgewandelt. Ja, dann ist es nicht mehr so giftig, dafür knallt es umso mehr. Das ist wie bei der Tour de France. Da gewinnt auch derjenige, der am meisten Morin hat. Deswegen hat der Gewinn auch das gelbe Trikot an. Gut, er hat keine Halluzinationen, aber hey. Ja, und die sibirischen Ureinwohner, die skandinavischen Ureinwohner, wenn die dich mal fragen, Pilz trinken, da solltest du vorsichtig sein. Er meint nicht das Bier. Ja, das ganze Tierreich ist drogenabhängig. Hier auch hier die Bären in Sibirien, die schnüffeln Kerosin, was aus dem Motor raustropft von irgendwelchen Hubschraubern. Ja, wenn der Putin da mal langfliegt, ne? Oh, wieder geil. Oh, Nostrovje. Ja, von wegen Meister Petz macht Winterschlaf. Nee, der schläft seinen Rausch aus. Ja, und auch das sympathischste Tier aller Tiere, das ist drogenabhängig. Der Delfin. Er berauscht sich an Kugelfischen. Wirklich wahr, könnt ihr alles nachgoogeln. Kugelfische, kennt ihr? Ja, das sind diese Fische, die Japaner total gerne essen, obwohl sie total giftig sind. Muss man richtig kochen. Der Delfin kaut auf den lebendigen Kugelfisch so ein bisschen ganz leicht herum, kriegt einen Rausch und wenn er fertig ist, reicht der lebendigen Kugelfisch an den nächsten Delfin weiter? Der Delfin ist ein Kiffer! Ja, von wegen der Delfin, hier Freund aller Kinder, dem ist einfach scheißegal, wer da an der Flosse hängt. Jetzt weiß ich auch, warum Flipper immer so gegrinst hat. Flipper, mein Gott, Banditen, sie klauen das Boot, du musst sie fangen. Oh Gott, Tante Rosi, sie ist ins Wasser gefallen, du musst sie retten. Oh mein Gott, Flipper, wir haben keine Kugelfische mehr.